Wir kommen jetzt, Leute, zu einem schmerzhaften Moment, und zwar, haltet euch fest, ich muss den jetzt aufmachen fürs Video. Eigentlich will ich den nicht aufmachen, weil die Verpackung so wunderschön. Das Papier ist einfach nur geil. Der C-Schinken von Funke. Ist eine Neuheit. 40 Euro bei Bleipyromatig, aka Pyronews. Hier unten ist der Link. Auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr ja mal abchecken. Was hat das Ding? Steht es irgendwo, wie viel Gramm? Hier, 240 Gramm. Das heißt, 1 Gramm. Sind 240 Stück, glaube ich, drin. 20 mal 60? Ja, 240. Oh, für 1 Gramm. Also, die knallen ganz schön. Ach, wie mache ich den jetzt am besten auf? Hier oben. Es tut weh. Es tut weh. Hier haben wir sie. Die 10 Dollar. Ja. Doch, statt. Oh, Alter. Die sind ja übel dick geworden. Also, ich habe sie länger und dünner in Erinnerung. Aber ganz schön schmutzig. Hat auf jeden Fall jetzt einen guten Geruch. Wo steht es jetzt nochmal genau? Hier auf jeden Fall jetzt P1 und. Also sogar. Ne, 2 Gramm. Dann sind ja nur 120 Stück. Ah, stimmt, ja. 620, ja. Aber ja, sind auf jeden Fall sehr gute Teile. Funke hat jetzt da in der Hinsicht immer überzeugt. Zündschnur ist jetzt auch länger, weil ich glaube, das war der Grund, warum die nicht mehr produziert werden durften erstmal. Deswegen es auch neue Chargen gibt. Ist jetzt nur eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig so ist. Aber auf jeden Fall, jetzt lasst euch von dem Klang von den Zebellern verzaubern. Dann wollen wir mal schauen, was die Pyrocracker auf Steroide so drauf haben. Oh, das ist ein guter Name, dann auf jeden Fall. Viel Spaß dabei. Jetzt sind wir draußen angekommen, um die Pyrocracker auf Steroide zu testen. Wollen Genau, wir mal das wollte ich schauen, noch was sie sagen. drauf haben, wa? Ja, ihr seht ja das schöne Paket. 2 Gramm pro Böller, P1, C-Böller, die fetten. Dann wollen wir echt mal schauen, was die neuen Dinger so drauf haben, ob der Funke wieder abgeliefert hat. Das sind Schau sie. mal. Uiuiuiui. Sind schon nur extra etwas länger. Besser ist zum. Zu den Böllern davor. Es regnet leicht. Deswegen müssen wir schnell zünden. Aber das findet ihr bestimmt nicht so schlimm. Bin mal gespannt. Oh, Ja, Mann. knapp. Die scheppern. Für Schwarzpulverböller echt gut. Ja, Mann. Boah, der war noch gut. Wollen wir mal raufstehen aufs Geländer? Ja, bei dem finde ich die Zündschnur nicht. Da haben wir nochmal eine bessere Soundkulisse. Ja, kurz, ich glaube, der hat keine Zündschnur. Ah, doch. Versteckt hat er sich. Ja, guck mal, hier noch eine alte. Komm, stehen wir letztes Mal drauf. Dann lassen wir ihn nochmal auf uns wirken. Gehen wir ein bisschen zurück. Alter, es wird immer schlimmer hier. Alter, für die Größe. Alter. Weißt du, was mir jetzt auffällt? Was denn? Dieser Geruch. Einfach nur schön. Ja, warte, ich habe noch zwei. Ah, du hast noch zwei. Oh, Alter, das riecht gerade so geil schon. Ich freue mich richtig auf Silvester, ne? Schallert mal den Abo-Knopf voll, Leute. Boah, der war die dumpf. Die waren jetzt ein bisschen leise, wahrscheinlich schon ein kleines bisschen nass. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, schallert den Abo-Knopf, wie gesagt, voll für die geilen Böller. Und dann sagen wir, ciao und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein.